Jeder, wirklich jeder deutsche Formel 1-Fan kennt die Geschichte, dass Michael Schumacher eigentlich nur in die Formel 1 gekommen ist, weil sich Bertrand Gachot in London dazu entschieden hat, einen Taxifahrer mit Tränengas zu attackieren. Und jeder weiß auch, dass Michael Schumacher und Willi Weber in Spa damals in einer Jugendherberge geschlafen haben. Genau die Geschichten wollen wir dir in diesem Video nicht erzählen. Aber es gibt auch ein paar andere Stories aus der langen Karriere von Michael Schumacher, die die meisten von euch wahrscheinlich noch nicht kennen. Ja, Christian, da steigen wir doch einfach mit der Frage ein, sind wir uns wirklich sicher, dass wir wissen, welche Formel-1-Autos Michael Schumacher bewegt hat? Den Jordan kennt man, den Benetton, Ferrari, Mercedes. Okay, aber da gab es noch andere. Es gab noch andere, weil 1994 ist der damalige Benetton-Teamchef Flavio Briatore bei Ligier eingestiegen, weil er die Renault VC-Motoren rüberholen wollte zu Benetton. Und im Dezember hat Schumacher den Ligier getestet mit den Renault-Motoren. Also Schumacher ist in einem fremden Auto gesessen, Briatore hatte Teamanteile gekauft und hat den Test dann so ermöglicht und Schumacher ist zum ersten Mal ein fremdes Auto gefahren. Und das ist tatsächlich später nochmal passiert. 1997 kam Sauber als Ferrari-Kundenteam um die Ecke und hat gefragt, ob Schumacher nicht mal den Sauber testen könnte. Und das hat er dann gemacht, hat sich mal reingesetzt und hat ein Feedback geliefert, tatsächlich an Sauber, wie er denn denkt, dass sich das Auto verhält. Also zweimal in seiner Karriere, da gibt es auch die entsprechenden Fotos, da gibt es auch die entsprechenden Dokumentationen, hat Schumacher ein Auto bewegt, für dessen Team er nicht unter Vertrag stand. Den Ligier-Test, Stefan, den kannte ich tatsächlich nicht. Den von Sauber, den hatte ich schon mal gehört. Ist auch ein Zeichen dafür, wie eng Sauber und Ferrari damals zusammengearbeitet haben. Dann kommen wir zur Nummer 9, Stefan. Und das ist, wie ich finde, ich habe ja deine Notizen auch vor mir liegen zugegeben, das ist, wie ich finde, eine der unglaublicheren Geschichten. Michael Schumacher hat ein DTM-Finale entschieden. Das musst du mir jetzt mal erklären, bitte. Das war damals im Ausbildungsprogramm von Mercedes. Schumacher war ja Mercedes Junior und da hat man eben den Nachwuchspiloten auch mal in die DTM reingesetzt. Dann Finale 1990, Schumacher als Gaststarter mit dabei, Rennen geht los und was passiert? Er räumt beim Start den BMW-Titelkandidaten Johnny Cecotto ab. Der punktet im ersten Rennen nicht, Hans-Joachim Stuck gewinnt und der macht dann die entsprechenden Punkte gut am Ende, dass eben Stuck Meister wird für Audi und nicht Cecotto für BMW, der eigentlich Titelfavorit war, der Tabellenführer war vor dem Wochenende. Und Schumacher als derjenige, der nur so ein paar Rennen bestreitet, der eigentlich nur so ein bisschen Erfahrung sammeln soll, der entscheidet den Titelkampf zumindest mit. Und das ist schon eine ziemlich kuriose Situation. Und wir alle kennen ja die Geschichten rund um Michael Schumacher, dass es da manchmal auch so ein paar Grauzonen gab, ne? Das war so eine. Und noch vor der Formel 1. Mit Mercedes ist Michael Schumacher also Formel 1 gefahren, wissen wir alle. Jetzt wissen wir, er ist auch DTM gefahren. Und Stefan, da kommen wir zu deiner Nummer 8. Da gibt es noch was, was er mit Mercedes gemeinsam gemacht hat. Ja, wir haben ja auch immer gehört, Michael Schumacher, das ist ein Formel-Autotyp, der quasi nie irgendwelche Autos mit Dach bewegt hat. Aber das stimmt nicht so ganz. Wir haben ja gerade gesagt, DTM ist er gefahren unter anderem. Er ist aber auch für Mercedes in der Sportwagen-Weltmeisterschaft angetreten und er ist auch bei den 24 Stunden von Le Mans gefahren. Da hat er dann im Rahmen des Mercedes-Sauberprogramms tatsächlich auch mal den fünften Platz belegt. Und in der Sportwagen-WM, da war er quasi als fliegendes Klassenzimmer damals noch mit Heinz-Harald Frentzen und mit Karl Wendlinger unterwegs als Juniorenfahrer. Und die haben da damals sich ihre Sporen verdient tatsächlich. Und eben in dieser Sportwagen-WM war durchaus Schumi auch schnell unterwegs und hat sich damit dann auch empfohlen, dass er dann die Chance kriegt, als Mercedes-Fahrer in die Formel 1 reinzukommen. Mercedes hat er dann später auch den Einstieg bei Jordan finanziert. Übrigens, Stefan, da kann ich auch was beitragen. Ich habe vor einiger Zeit mit Willi Weber über Michael Schumacher gesprochen und natürlich auch über die Zeit bei Mercedes in der Sportwagen-WM. Willi Weber hatte mir verraten, musste sich damals nämlich gegen einige Widerstände durchsetzen, um Michael Schumacher überhaupt in die Gruppe C oder in die Sportwagen-WM reinzukriegen. Es war nicht sein Ding, ja. Das ist kein Formel-Auto. Das kann man nicht in die Ecke schmeißen, so wie in Formel Ford oder in Formel 3 oder später in Formel 1. Naja, präzise gefahren hat wie ein Schweizer Uhrwerk. Da hat das Auto nicht in die Gesamtheit gepasst. Ja, nicht das Auto war eigentlich meine Intention, sondern der Umgang mit dem großen Team, Ja. ja, mit Umgang mit der Öffentlichkeit, der Umgang mit den Journalisten. Alles, was da auf ihn eingeprasselt ist, war eine Lernphase. Also nicht das Autofahren lernen und dieses Auto beherrschen. Das war überhaupt nicht Sinn und Zweck dieser Aktion. Vergessen Sie das Auto, deswegen war ich auch nicht
wie soll ich sagen, enttäuscht oder dass er nicht immer der Schnellste war. Ja. Er war der Konstanteste, aber nicht der Schnellste. Das heißt, aber das war auch gut. Das habe ich gar nicht erwartet. Das heißt, wenn ich Sie jetzt richtig interpretiere, dann würden Sie sagen, dass manchmal hier Frenzen, Wendlinger schneller waren. Also er lag jetzt weniger daran, dass die besseren Formel-1-Fahrer waren, aber Sie kamen halt mit diesem speziellen Mercedes Gruppe C-Wagen besser zurecht als er. Genau so ist es. Ja. Okay. Genau so kann man das sagen, jawohl. Stefan, wir kommen zu deiner Nummer 7. Ja, und das ist eine ganz entscheidende Geschichte, glaube ich, in der Karriere von Michael Schumacher, nämlich warum genau hat das denn damals funktioniert mit dem Wechsel von Jordan zu Benetton, also nach seinem ersten Renneinsatz in der Formel 1. Und die Krux, Christian, ist tatsächlich, das geht zurück auf eine handschriftliche Änderung am ursprünglichen Vertragswerk, an der ursprünglichen Vereinbarung mit Eddie Jordan. Und da hat er aus dem englischen The einfach ein A gemacht, also aus dem ein. Man kann es auch den Originalsatz nochmal hernehmen, ich lese jetzt einfach ab. I will sign the driver agreement with you prior to Monza. Und daraus wurde dann I will sign a driver agreement with you prior to Monza. Was ist jetzt genau da der Unterschied? Naja, Eddie Jordan hatte Schumacher ein Vertragswerk vorgelegt und da hat Schumacher durch diese Änderung gesagt, nee, diesen Vertrag unterschreibt er nicht, sondern nur einen Vertrag. Und dieser eine Vertrag, das könnte zum Beispiel auch sein, naja, ich komme halt irgendwann mal im restlichen Jahresverlauf bei dir in der Fabrik vorbei und wir trinken einen Tee zusammen. Aber dieser Fahrervertrag, der da eigentlich angesprochen war, das war natürlich einer, der bindet Schumacher für 91, vielleicht auch für 92 und darüber hinaus dann fest ans Team bzw. an die Managementfirma, die Eddie Jordan damals hatte. Also diese kleine Änderung war dann tatsächlich so eine Klausel, an der das dann später gehangen hat, dass Schumacher eben die Möglichkeit hatte, zu Benetton zu wechseln. Ganz interessant, und dieses historische Dokument ist noch gar nicht so lange her, dass das aufgetaucht ist. Tatsächlich deswegen ist diese Story fast unbekannt. Es war übrigens eine Zeit, Stefan, in der ja auch Mercedes noch den Finger an Michael Schumacher dran gehabt hat. Benetton, Jordan, Bernie Ecclestone hat da sogar ein bisschen mitgemischt. Bis heute ranken sich die Legenden und Mythen, wer jetzt welchen Anteil woran hat. Aber zu Mercedes und Michael Schumacher gibt es eigentlich auch noch eine Geschichte, glaube ich, die man erzählen kann. Ja, tatsächlich. Wissen auch nicht viele, Mercedes wollte zur Saison 1992 eigentlich ein eigenes Werksteam an den Start bringen. Das hat man sich damals vorgestellt, dass die Silberpfeile da eben als Werksteam einsteigen. Die Sportwagen-WM, das hat man dann abgewickelt und hatte dann 91 schon angefangen, dieses neue Projekt zu entwickeln. Ende 91 kam dann aus Kostengründen der Stempel drauf, so in Richtung, nee, wir machen es dann doch nicht. Aber Schumacher wäre als einer der Fahrer vorgesehen gewesen. Und deswegen hat man auch drauf geguckt, dass man also ihm diese Chance ermöglicht bei Jordan, dass er sich schon mal warm fahren kann in der Formel 1, dass er einfach so ein paar Erfahrungswerte sammeln kann, um dann fit zu sein, wenn Mercedes als Werksteam kommt. Und wir wissen alle, es ist nicht passiert. Mercedes kam nicht als Werksteam, kam dann durch die Hintertür als Motorenlieferant bei Sauber und erst dann als Motorenpartner dann bei McLaren und später dann erst mit dem Werksteam. Aber ursprünglich geplant war tatsächlich, mindestens ein Junior, in dem Fall Schumacher, hätte dabei sein sollen, wenn Mercedes 92 in die Formel 1 einsteigt. Wahrgenommen wird Michael Schumacher ja trotz seiner engen Verbindung auch zu Mercedes, sowohl am Beginn als auch am Ende seiner Karriere, sicher eher als Ferrari-Pilot. Und das bringt mich zur Nummer 6, denn ich habe vor einiger Zeit einen Podcast gehört, Stefan, und die Anekdote hat es auch in diese Liste reingeschafft, nämlich Beyond the Grid mit dem heutigen Ferrari-Teamchef Mattia Binotto. Erzähl uns doch mal, was Mattia Binotto da Aufregendes über Michael Schumachers Zeit bei Ferrari erzählt hat. Ja, Mattia Binotto war damals 1996 noch ein junger Ingenieur bei Ferrari und Schumacher kam zu seiner ersten Testfahrt im damals 96er Ferrari. Den wollte er mal ausprobieren, bevor es zu den offiziellen Testfahrten ging. Das Ganze hat man veranstaltet in Fiorano auf der Ferrari-Hausstrecke und Schumacher setzt sich also rein, dreht seine ersten Runden, kommt zurück an die Box und sagt, die erste Kurve muss weg. Und bei Ferrari natürlich alle irgendwo erschrocken, was denn hier los? Und Binotto kleidet das auch so ein bisschen in humorvolle Worte und sagt dann eigentlich, naja, die Erklärung offizieller Natur wäre dann quasi gewesen, diese Kurve repräsentiert nichts, was es damals im WM-Kalender gab, sprich, da kann man nichts testen. Er hat dann aber doch auch noch gesagt, naja, der Schumacher, der kam einfach mit dieser Kurve nicht zurecht, da war er langsamer als alle anderen Ferrari-Fahrer, die da getestet hatten und das hat ihm irgendwo nicht gepasst. Und die Konsequenz, also Schumacher war da durchaus forsch in seinem Auftreten und tatsächlich, Christian, Ferrari hat diese Strecke umgebaut, hat diese erste Kurve umgebaut. Man hat die Strecke um so, glaube ich, 24 Meter verkürzt auf dann 2,997 Kilometer. Und das hatte also wirklich den Einfluss dann auch auf die Zukunft. Also Ferrari hat nach Schumachers Wünschen die Ferrari-Hausstrecke umgebaut. Muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen.
Wir kommen zur Nummer 5 in unserem Michael Schumacher Countdown. Und Stefan, wir kommen zu einem schweren Unfall, aber einen, den nicht jeder von euch auf dem Schirm hat, da bin ich mir ziemlich sicher. Ja, wenn du denkst, Michael Schumacher, Unfall, Christian, glaube ich, denkst du als allererstes an Silverstone 1999, den Beinbruch. Der war schlimm, ja, er hatte auch dann mal einen Überschlag gehabt in Australien, diverse schwere Unfälle auch bei Testfahrten und so weiter. Aber der vermeintlich schwerste Unfall seiner Karriere, den gab es schon 1991 in Suzuka. Da ist er im Training sehr böse abgeflogen, Tempo etwa 280 km/h, ist dann rückwärts eingeschlagen in die Banden, ist dann ausgestiegen, war alles okay, er hat auch das Rennen dann gefahren. Aber erst später, ich glaube Jahre später sogar, kam dann raus, er hat sich bei der Aktion einen Halswirbel angebrochen. Und dass er sich diese schwere Verletzung zugezogen hat, war also lange nicht klar. Aber ein Halswirbel sich anzubrechen, das ist schon ein starkes Stück tatsächlich. Und Christian, wir wissen ja dann, der Hals bzw. der Nacken von Michael Schumacher hat dann später ja auch noch Bedeutung gekriegt. Das war die Zeit nach seiner ersten Formel-1-Karriere, so 2008 hat er angefangen, Motorradrennen zu fahren. Und ihn hat es dann, nachdem er bei der IDM in Deutschland ein paar Mal mitgefahren war, 15. Platz belegt hat als Bestleistung, Anfang 2009 mal auch hingelegt auf dem Motorrad. Er hat sich da eine Nackenverletzung zugezogen. Die genauen Umstände sind bisher nicht bekannt. Auf jeden Fall ist dann Felipe Massa ausgefallen bei Ferrari und Schumacher hätte als Ersatzfahrer rein sollen. Aber damals hat, glaube ich, auch eine Zeitung getitelt, der Nacken der Nation. Der hat es dann verhindert. Aufgrund der Nackenbeschwerden ist Schumacher 2009 nicht ins Rennauto gestiegen bei Ferrari als Ersatzmann. Aber wir wissen ja dann, 2010 war er wieder dabei als Stammfahrer, dann allerdings bei Mercedes. An seiner Stelle, soweit ich mich erinnere, war dann Luca Badoer zunächst in Valencia im Ferrari und der hat das ganz und gar nicht gut gemacht und ist heillos hinterhergefahren. Das hätte Michael Schumacher so ganz locker auch hingekriegt, wahrscheinlich sogar mit einem leicht angekitzelten Nacken. Aber wie dem auch sei, Stefan, wir kommen zur Nummer 4 und da sind wir dann bei Michael Schumachers Karrierefortsetzung, die auch nach 2012 nicht ganz ausgeschlossen war. Ja, tatsächlich. Im Sommer 2012, da gab es eine Situation, in der Schumacher vielleicht sogar hätte sagen können, ich mach weiter. Also im Raum steht, dass es eine Option gab seinerseits, die er einseitig hätte sagen können, die ziehe ich und ich bleibe für 2013 bei Mercedes. Jetzt ist es im Sommer und Ende September, glaube ich war es, macht Mercedes den Deal fest mit Lewis Hamilton und damit ist klar, Michael Schumacher muss sich entweder ein neues Auto suchen oder er beendet seine Karriere. Und er hätte also möglicherweise seine Zukunft selber in der Hand gehabt. Und wir wissen ja, 2013 war nochmal ein Vorbereitungsjahr für Mercedes. Und 2014 kam da die neue Ära. Hätte Schumacher also gesagt, ich bin für 2013 nochmal dabei, möglicherweise auch darüber hinaus. Wer weiß, wie die ganze Geschichte ausgegangen wäre. Ne? Aber an diesem Punkt, sagt er, war er vielleicht noch nicht ganz bereit, diese Entscheidung zu treffen für 2013, war vielleicht noch nicht ganz sicher, wie seine Zukunftsplanung ausschauen wird. Dann kommt die Verpflichtung von Hamilton, weil Mercedes muss auch irgendwo gucken, wo es bleibt. Und dann hat Schumacher ein paar Tage daraufhin Bedenkzeit. Und in dieser Bedenkzeit werden Sachen durchgespielt, unter anderem auch Sauber. Er hätte vielleicht zu Sauber zurückgehen können für 2013. Sauber, auch da muss man ja zurückgehen auf unseren Countdown. Sauber Mercedes war ja sein Team damals in der Sportwagen-Weltmeisterschaft. Als Mercedes Junior-Mannschaft, das Team kennt er ja. Auch da hätte sich nochmal ein Kreis geschlossen am Ende seiner Karriere. Aber es kam so nicht. Er hat dann gesagt, ich trete zurück. Damit war der Fall vom Tisch. So der einzige Wermutstropfen finde ich ein bisschen, der auf der großen Karriere von Michael Schumacher hängen bleibt, wenn man mal rein den sportlichen Abschnitt betrachtet, dass zumindest die Gerüchte da sind, dass er sowohl 2006 als auch 2012 möglicherweise am Ende dann nicht ganz freiwillig abgetreten ist. Aber Stefan, und das Thema finde ich faszinierend und da kommen wir auch jetzt zu unserer Nummer 3, Michael Schumacher, der hätte ein paar Mal schon Team wechseln können, auch während seiner aktiven Karriere. Ja, also diese Ehe mit Ferrari, die war nicht so eng, so liebevoll, wie sie vielleicht jetzt im Nachhinein erscheint. Tatsächlich gab es immer wieder Kontakte und das auch mehrfach zu McLaren. McLaren war ja damals das Haus- und Hofteam von Mercedes, da hat man die Motoren drin gehabt und war ja auch Namenspartner dann davon. Und es gab enge Kontakte, Christian. Und ich glaube, wir haben da auch einen entsprechenden Videoschnipsel, der so ein bisschen ahnen lässt, worauf das dann vielleicht mal hätte rauslaufen können. Hier unterhalten sich Ron Dennis, Willi Weber und Michael Schumacher. Come and talk privately one day, away from everything. See how I think. I have a conflict, and as long as the team is not changed to me, I don't want to change the situation. No. I want to respect the conflict. Absolutely the way to be, but
at the right time. Yeah. Come and see. Come and feel. That's right. I'm gonna do this. Fast. Das heißt, der Kontakt, der war schon mal da. Und ich finde es, Stefan, auch ganz faszinierend, wie Ron Dennis Michael Schumacher auch so sagt, pass auf ein bisschen, ja, dass du dir nicht wehtust. Das ist das Allerwichtigste, weil er, glaube ich, zu dem Zeitpunkt schon vorhatte, irgendwann mal mit Michael Schumacher vielleicht Formel 1 zu machen. Und ein paar Jahre später hat man dann tatsächlich sehr, sehr ernsthaft verhandelt. Ich habe mich bei ein paar Leuten schon erkundigt, inzwischen, wie das gelaufen ist, aber auch mit Norbert Hauke unter anderem telefoniert, der damals natürlich involviert war, aber ganz ungern darüber spricht. Was ich herausfinden konnte, war, dass man in Monaco zusammengesessen ist, im Columbus Hotel, und dass der Wechsel schon sehr, sehr weit fortgeschritten war. Es war also eine absolut realistische Variante, dass Michael Schumacher und Mika Häkkinen vielleicht sogar Teamkollegen bei McLaren Mercedes waren. Und die beiden, Stefan, die kennt man auch aus einem anderen Zusammenhang schon. Ja, die beiden haben durchaus auch eine Historie zusammen, und zwar gehen wir da zurück auf das Jahr 1990. Es ist das große Finale der Formel 3 in Macau, der Macau Grand Prix, und Mika Häkkinen und Michael Schumacher sind zwei der schnellsten Fahrer dort, und es kommt tatsächlich im Entscheidungslauf zur Kollision zwischen Schumacher und Häkkinen. Schumacher kann weiterfahren, er gewinnt am Ende und er gewinnt auch die Veranstaltung, also den Titel Macau Grand Prix Sieger. Und Häkkinen, der fällt dann durch die Kollision zurück und geht eben leer aus dann. Aber beide schaffen es dann 91 gleichzeitig in die Formel 1. Und wir wissen, beide sind Weltmeister geworden. Aber beide im gleichen Team, das hätte es geben können bei McLaren, aber kam nicht so weit. Wir wechseln jetzt vom Spielerparadies in Macau sozusagen nach Andalusien in Südspanien, und dort bleiben wir auch für die letzten zwei Punkte. Jerez 1997, ein ganz denkwürdiges Rennen, alle möglichen Geschichten darüber sind schon erzählt worden. Ein paar sind aber auch noch nicht ganz so bekannt, und Stefan, du hast dir in der Vorbereitung auf dieses Video, und damit sind wir jetzt bei unserer Nummer 2 der Michael Schumacher Hitliste der unbekannten Vorfälle sozusagen, das Buch von Ross Brawn geschnappt und darin was gelesen? Das Buch von Ross Brawn, das er damals mit dem ehemaligen Williams-Teammanager Adam Parr geschrieben hat. Und da kommt eine interessante Passage vor, Christian. Da schildert nämlich Ross Brawn, was da denn bei Jerez 97 rund um diesen Zusammenstoß mit Jacques Villeneuve wirklich passiert ist. Und zwar fand ich sehr eindrücklich, Ross Brawn sagt, der Schumacher kommt nach dem Crash in die Box gestürmt und sagt, der wollte mich abschießen, der hat versucht, mich abzuschießen. Und Ross Brawn geht dann auf den Schumacher zu, so schildert das Ross Brawn, und sagt, nee, setz dich erstmal vor den TV und schau es dir an. Das macht der Schumacher, schaut sich die Szene an und dann, Zitat Ross Brawn, der wird kreidebleich und sieht dann, nee, der wollte mich nicht abschießen, ich habe ihn versucht abzuschießen. Und diese Darstellung, dass Schumacher angeblich anfangs nicht wusste, wer hat jetzt eigentlich gerade was für ein Manöver geritten, das fand ich extrem bemerkenswert, weil das kannte ich so auch noch nicht. Stefan, bevor wir zu deiner Nummer 1 kommen, aber in Jerez bleiben, wie ich schon gesagt habe, noch ganz kurz zwei Hinweise in eigener Sache. Erstens, wenn dich Stefan jetzt neugierig gemacht hat auf das Buch von Ross Brawn, dann schau doch in die Videobeschreibung rein, weil da verlinken wir dir eine Bestellseite, wo du das Buch direkt kriegen kannst. Und zweitens, wenn dir solche Videos gefallen, wenn du mehr über die Formel 1 erfahren möchtest, wenn du vielleicht auch kein Sky hast und an den Rennwochenenden abends trotzdem wissen möchtest, was in der Formel 1 so los ist, dann abonniere diesen Kanal und drücke die Glocke. Denn an den Formel 1 Wochenenden, da machen wir jeden Abend einen Livestream und fassen die aktuellen Geschehnisse auf der Strecke zusammen. Aber damit habe ich euch genug auf die Folter gespannt. Ich selbst bin jetzt auch schon richtig gespannt. Stefan, was ist denn die Nummer 1 Geschichte aus den unbekannten Geschichten über Michael Schumacher? Die Party danach, Christian. Die Party nach dem WM-Finale 1997, nach der Kollision. Es wurde gefeiert, natürlich im Fahrerlager. Irgendwann waren aber die Partys dort mal durch, dann ist man also weitergezogen. Die Mannschaft von Williams, die war erst in einem Nachtclub unterwegs, dann hat auch der zugemacht. Ein paar Mechaniker kamen dann gerade erst, da war die Bar aber schon zu. Man hat sich also nochmal eine neue Unterkunft gesucht. Und dann gibt es ganz lustige Sachen, die sich da ereignet haben. Nämlich die Williams-Mannschaft, die den Titel feiert, und Ferrari, die natürlich extrem enttäuscht ist, die treffen sich an dem Kreisverkehr bei Jerez. Und dann fällt natürlich auf, aha, das sind die jeweils anderen, die wollen auch noch irgendwo ein bisschen ein Gläschen trinken gehen. Und dann verständigt man sich also drauf, so, man geht jetzt gemeinsam ins Hotel. Und da hätte ich doch erstmal vermutet, da gibt es jetzt eine Schlägerei und keine gemeinsame Sauferei. Nee, gar nicht, ganz im Gegenteil. Also jeder hatte irgendwie Grund zum Trinken, der eine halt aus Freude, der andere vielleicht halt aus anderen Gründen. Auf jeden Fall hat man sich da verbandelt und hat gesagt, okay, man zieht gemeinsam los.
Da waren ausdrücklich Villeneuve und Schumacher auch dabei. Die sind dann ins Hotel. Dort hat man dann festgestellt, die Bar ist schon zu. Und der Manager hat dann auch gesagt, nö, die machen wir nicht mehr auf. Und dann passiert was, was in der Formel 1 in dieser Zeit häufiger so passiert ist. Naja, man hat das Schicksal so selber in die Hand genommen dann. Und die sind also alle auf ihr Zimmer, haben die Minibars ausgeräumt und haben dann da unten im Foyer erstmal alles aufgebahrt, was es dann so gab an Sauferei. Und dann waren also so kleine Stammball und so kleine Fläschchen überall und man hat halt angefangen ein bisschen so, ne, rumzusüffeln und Party gemacht, bis dann irgendwann das Hotel gesagt hat, also okay, gut, quasi besser wird es jetzt eh nicht mehr, wir machen die Bar halt dann doch nochmal auf und sie durften sich dann selber bedienen auch. Also sie haben dann selber den Ausschank gemacht und hinter dem Tresen standen dann Jacques Villeneuve und Michael Schumacher. Die haben dann gemeinsam ausgeschenkt und auch ein bisschen Smalltalk gemacht und das hat den Villeneuve überrascht. Der hat dann später gesagt, also das hätte er sich niemals träumen lassen, dass er dann neben Michael Schumacher an der Bar steht und die grinsen sich und die plaudern so ein bisschen, aber es wurde nicht über den Zwischenfall gesprochen. Also das Rennen und dieser Unfall, dieser Abschuss, dieser Zusammenstoß, das war kein Thema bei dieser ganzen Sache. Und das hat dann eigentlich ein unschönes Ende genommen, weil aus irgendwelchen Gründen war da deine Kamera im Raum und es tauchten dann später Bilder in der deutschen Presse auf. Das hat dann Villeneuve sehr, ja, kritisch aufgenommen insgesamt. Aber diese Feier an sich, dass die Titelkandidaten, also dass Schumacher erst im Villeneuve ins Auto fährt, aber hinterher mit ihm gemeinsam an der Bar Getränke ausschenkt, das ist, glaube ich, eine wirklich verrückte Story, die hast du wahrscheinlich noch nicht gehört. Eine verblüffende Geschichte, die wir deswegen wissen, weil unser Kollege Adam Cooper, der sie recherchiert hat, selbst dabei war. Wenn du jetzt Lust hast auf weitere Geschichten über Michael Schumacher, und zwar aus dem Mund von Willi Weber, seinem langjährigen Manager, dann kann ich dir abschließend noch ein weiteres Video über Michael Schumacher auf diesem Kanal ans Herz legen. Klick drauf, hinterlass ein Like, schreib vielleicht einen Kommentar, wie dir diese Top-10-Liste gefallen hat und wo du Stefan widersprichst. Und bis bald.